Ich bin die Shirin, ich bin 20 und ich bin angehende Ergotherapeutin. Ich mache bei Temptation Island mit, weil ich nicht nur optisch eine große Versuchung bin, sondern auch mit meinem Humor und meiner Art und Weise bei den Jungs punkten kann. Mit Körben weiß ich leider nicht umzugehen, weil ich noch nie einen Korb bekommen habe. Und ich würde sagen, Herausforderung angenommen. Ich bin Gina, 23 Jahre alt und vom Beruf Einzelhandelskauffrau. Ich bin die ultimative Verführerin, weil ich mit meiner ehrlichen und offenen Art die Männer sofort von mir überzeuge. Ich gehe ohne große Erwartungen bei Temptation Island rein. Falls jedoch aber ein Mann mein Herz erobert, bin ich offen für alles. Ich bin die Nina König, ich bin 21 Jahre alt und Entertainerin in der Partyschlagerbranche. Momentan zeige ich allerdings mein Popo noch ein bisschen in der Webcam und mache so kleine Erwachsenenfilmchen. Ich bin hier ganz genau richtig, denn meine Hobbys sind Party und Männer. Ich hatte schon mal was mit dem verheirateten besten Freund von meinem Freund. Da wird das alles gesagt. Ich bin die Sabrina, bin 29 und bin beruflich Fotomodel und Make-up-Artist. Dass ich die ultimative Verführerin bin, liegt daran, dass ich nichts anbrennen lasse und mir wirklich genau das hole, was ich will und was ich brauche. Moralisch gesehen habe ich da überhaupt keine Bedenken, weil es liegt ja an den Männern, ob sie jetzt der Versuchung widerstehen oder nicht. Die vergebenen Frauen wissen gar nicht, worauf sie sich da eingelassen haben, dass sie ihre Männer zu mir in die Villa geschickt haben. Ich bin Luisa, bin 18 Jahre alt und bin Influencerin. Bei Temptation Island gibt es hier körperlich gar keine Grenzen. Ich würde alles machen. Ich bin die größte Verführerin bei Temptation Island, weil ich nämlich mein super süßes Blondie-Barbie-Aussehen mitbringe. Aber eigentlich bin ich eine ganz schöne Sau.